stabil. Das S steht für Schröder. Das P steht für Peter Haas. Und das B steht für doof und immer blöder. Wer braucht schon Agenda 2010? Ich kann diese Gesichter schon nicht mehr sehen. Und auch das mickrige Hartz IV bei Kohl hat es nicht gegeben. Doch auch die Merkel übernahm ganz brav Schröders Glas. Man erkennt sie an den Früchten. Und auch die ganz normale Mittelschicht, auch für sie lohnt sich das Arbeiten fast nicht. Hungerlöhne, Hauptsache, dass die Industrie den Hals voll kriegt. Okay, ich gebe zu, unter Kohl hat es ein bisschen mehr Arbeitslose gegeben. Es kann sein. Doch man arbeitete damals auch noch, weil man will, nicht nur, weil man muss. Man durfte eben noch ein bisschen leben. Heute gehen wir in den Anorotor und Kreativität bleibt zurück. Wenn wir's mal nicht mehr aushalten, wird uns ja immer noch der Strick. Nein, nein, ihren Namen sind wie Schall und Rauch, ihre Entscheidungen vernichten. Ihre Worte sind ein hohler Brauch, doch man erkennt sie an den Früchten. Komm schon Leute, was ist los? Wir müssen uns wehren. Stopp die Agenda 2010, dann sind wir mal schon ein bisschen weiter. Oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. Ja, vielleicht will diese Worte nicht jeder hören, doch man kann selbst dann sind wir mal schon ein bisschen weiter. Alright, im Namen sind die Schall und Rauch, ihre Entscheidungen vernichtet. Ihre Worte sind ein hohler Brauch, doch man erkennt sie an den Früchten. Sieh mal genauer hin, sieh mal genauer hin, sieh mal genauer hin. Denn man erkennt.
an Früchten. Man erkennt sie an den Früchten. Man erkennt sie an den Früchten. Yeah, an den Früchten. Right. Ihre Namen sind die Schall und Rauch. Ihre Namen sind die Schall und Rauch. Ihre Namen sind die Schall und Rauch. Schall und Rauch. Schall und Rauch. Sind die Schall. Schall und Rauch.